Guten Morgen, der siebte Tag ist angebrochen. Es ist wieder ein wunderschöner sonniger Tag. Gestern war ja mal ein Regentag. Jetzt ist wieder kaum Wind, blauer Himmel, kristallklare Luft heute nach dem Regen. Das ist der Hammer. Und wir gehen jetzt zum Frühstück, wie jeden Morgen. Und ich habe sogar schon, weil wir gestern ein bisschen ausgeschlafen haben, war ich früh wach und bin sogar schon mit der Drohne eine Runde geflogen. Und das seht ihr jetzt. Gesättigt vom Frühstück sind wir jetzt wieder zurück. Das Wetter ist immer noch fantastisch. Also es war noch nie so klar wie heute. Und ja, wir gehen jetzt auf die andere Seite der Insel. Es dauert so circa 2 Minuten Fußmarsch und werden dann dort wieder schnorcheln. Mal schauen, was wir heute so dort vorfinden. Thank you.
Könnt ihr euch vorstellen, wie toll das ist, hier morgens aufzuwachen, einzuschlafen und aufzuwachen? Das ist einfach der Hammer. Das ist die Getränkeherstellung auf den Malediven. Quasi die Drinkmanufaktur der Maldives. Genau. Ja, wir hatten uns das schon zu Hause überlegt, da die Getränke hier, wir haben Vollpension, da sind dann keine Getränke drin. Wir hätten auch was mit Getränken nehmen können, dafür nur Halbpension. Wir haben das besser gelöst. Wir haben, das ist Schatzis Idee, wir haben sehr leckeren, ja, Getränke, sehr leckeres Getränkepulver von zu Hause, von zu Hause mitgebracht. Und wir haben hier einen Wasserkocher. Die haben ja hier, das Leitungswasser ist ja entsalztes Meerwasser. Klar, sollte man nicht trinken. Deswegen, wir kochen das ab. Man kann das trinken danach vom Geschmack her. Das Abgekochte kann man ja grundsätzlich trinken. Und dann kommt jetzt das Quenchzeugs rein und dann kommt das in den Kühlschrank und dann haben wir einen sehr leckeren, sehr kalten Saft, den wir tagsüber trinken können. Und zu den Hauptmahlzeiten, da bestellen wir uns dann eine Kleinigkeit. Hier einen Kaffee gemacht. Den gibt es hier kostenlos. Das ist sehr lecker Nescafé, Instant-Kaffee. Und nicht, weil ich den jetzt unbedingt trinken möchte, sondern einfach, weil ich sonst echt Kaffeeentzug habe. Ich habe mich letztens gefragt, warum ich so Kopfschmerzen habe. Ich habe überhaupt sonst nie Kopfschmerzen. Und es ist ganz klar Koffeinentzug. Ich trinke hier überhaupt keinen Kaffee. Und ja, das macht sich dann so bemerkbar. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und seitdem sind die Kopfschmerzen wieder weg. Also Tipp, wenn ihr euch mal fragt, warum ihr Kopfschmerzen habt, obwohl ihr nie Kopfschmerzen habt, fragt euch mal, ob ihr vielleicht euren Kaffeekonsum gerade extrem auf Null gedreht hattet. Wir haben jetzt Nachmittag und es ist immer noch herrlichstes Wetter. Traumhaft weiterhin. Und vielleicht kann man sehen, hinter mir, da geht ein Regen runter, eine Regenwolke. Ich hoffe, das kann man sehen. Aber das soll uns nicht stören, weil wir haben es traumhaft schön hier. Ich bin gerade von da hinten hier rüber gepaddelt mit meinen Flossen. Ja, und jetzt lege ich mich mal ein paar Minuten hier am Strand in die Sonne. Das ist jetzt wie immer spannend, was es für einen tollen Sonnenuntergang gibt. Jetzt können wir noch ein bisschen lesen. Ja, die Abendstimmung, die fängt gleich an und dann schauen wir mal, was für einen Sonnenuntergang wir bekommen.